weiß nicht so recht. Du wirst wahrscheinlich so gut wie ich früher war. So läuft das meistens. Und ich war bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, du wirst es unterm Strich auch nicht so weit bringen. Also wirklich, du hast sicher viele andere Talente. Nur das nicht. Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden? Verstanden. Okay. Ja, weiter. Selbst zu sein. Du lässt es zu, dass man mit dem Finger auf dich zeigt und dir sagt, dass du zu nichts taugst. Und wenn es hart auf hart kommt, willst du die Schuld dafür anderen geben. Einem großen Schatten. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Dann zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Aus dieser Hölle aufsteigen. Stück, Stück nach oben. Hallo, mein Name ist Stefan Stojkovic. Ich spiele für die Mavico 15 und bin Tormann. Und ich glaube, dass wir heute die 3 Punkte holen werden. Hallo, mein Name ist David Skreta. Ich spiele für die Mauerwerk und ich hoffe, wir holen die 3 Punkte. Hallo, ich bin Jonas. Ich spiele für Mauerwerk U15 und ich hoffe, inshallah werden wir das. Ich bin auch hier. Hallo, mein Name ist Ratis. Ich spiele für Mauerwerk U15. Hallo, mein Name ist Noam Safiev. Hör auf damit! Hallo, mein Name ist Noam Safiev und ich hoffe, wir holen heute die 3 Punkte. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Wir stecken knöcheltief in der Scheiße, Männer. Das könnt ihr mir glauben. Und? Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück, Stück nach oben. Nur, ich kann das nicht für euch tun. Ich sehe mich um, sehe eure jungen, frischen Gesichter und denke... Meine Güte, ich habe alles falsch gemacht, was ein Mann in mittleren Jahren nur falsch machen kann. Ich habe mein gesamtes Vermögen verplempert. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe jeden Menschen, der mich in meinem Leben je geliebt hat, vertrieben. Denn da dieser Zeit vertrage ich nicht mal mehr den Anblick der Visage, die ich im Spiegel sehe. Ich meine, so ist nun mal das Leben. Wenn es losgeht mit den Verlierern, dann findet ihr heraus, dass es im Leben auf die Kleinigkeit.
und weiterzumachen. Und ich werde am Leben bleiben. Ich werde zusehen, wie du es schaffst. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Beine passt zu den Nummer 10, Nummer 10 passt zu den Nummer 6, Nummer 6 passt zu den 2. Einwurf für Mauer weg. Weiter geht's. Nummer 8 hat den Ball. Passt. Mauer weg hat den Ball weggenommen. Geht da. Aber ich hab die auch schon gesehen. Da war ein toller Auto. Nummer 8 den Ball. Mauer weg hat den Ball weggenommen. Passt zu der Nummer 7. Geht. Weiter. Nummer 3 will ich. Ich hab Nummer 2 macht Einwurf und haltet ihn einfach an die Achsel. Nummer 9 geht weiter. Macht Trick. Passt zu Nummer 8. Wieder Trick, rückt zur Finte. Nummer 6 hat den Ball. Passt zu. Und weiter geht's. Nummer 3 hat den Ball. Geht weiter. Passt zu Nummer 8. 8 läuft. Und passt zu der Nummer 4. Wie spannend das ist. Der einfach passt, ist einfach der spannendste Teil. Yep. Nummer 7 passt zu Nummer 8. Bekommt den Ball wieder. Der Alex guckt sich ganz genau das an. Nummer 9 deckt schon mal. Wo wird der gepasst? Und. Die zwei Nummer 9 sehen fast schießt aus. Ja, Kopfball. Nagel geht hin und schießt raus oder passt zu Laura. Oder auch nicht. Laura geht hin und holt den Ball. Er passt ihn. Er nimmt ihn mit dem Knie und spielt ihn. Ich hab's zwischen Kindergarten und erste Klasse gelernt. Und er schießt! So in den Sommer. Oh, übers Tor, fast Tor. Im letzten Sommer habe ich es gelernt. Und dann die ganze Schule lang. Der Tormann von Mauerwerk hat Ball. Und Einwurf.
Einwurf für Waff. Er spielt ihn nach vorne und er hat den probiert mit dem Ball zu holen. Hat er aber nicht funktioniert. Und FC Marwerk holt ihn. Er probiert ihn mit einem Trickast zu tricksen und das hat funktioniert. Und ich weiß nicht, warum ich schreie. Und der Loro hat ihn gehalten. Das war klar. Er spielt ihn. Wing direkt, aber hat leider nicht weiter. Rote, hallo, Rote. Kein Wunder, warum er so lange gebracht hat. Er hatte Rote vergessen. Ja, er hat sie aber noch immer nicht gefunden. Lauf und flankt ihn rein. Gute Flanke, aber dann ist er doch raus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ja, mutiger! Ich dachte, Loro nimmt ihn in die Hand. Aber dann wäre es 11 Freistoß. Renn! Alter! Komm schon, kann doch nicht sein. Aber noch eine Chance. Eine Chance. Ah, was soll das? Goli! Oh ja. Bravo, Goli. Bravo, Goli. Nach Süden und ja, nein, 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 ja, nein, ja, schießt, ja, ja, danke und Freistoß. Bitte, jetzt muss er reinkommen, bitte lieb. Mach die perfekte Flanke! Nein. Nein. Also boom. Hat den Ball. Passt ihn. Ja, ey, Alex, gib das mal da. Gib das mal da. Du Glück. Und er schießt. Ja. Der Schiri läuft wie ein Esel. Sag, der Schiri läuft wie Esel. Er hat den Ball. Marwerk hat den Ball. Er flankt hier nach vorne und ja, der geht sicher raus. Außer er ist zu langsam. Komm raus, komm raus, komm raus. Hey, Körpereinsatz! Die Nummer 7 ist ja auch komplett dumm, Alter. Das war gar nichts. Das war gar nichts. Ich dachte, du bist einfach. Oh mein Gott, was hat der Schiedsrichter? Alter! Das war doch gar nichts für Waffaugen. Für Marwerk-Augen war das sicher was. Na, sehr viel, einiges. Er schwindelt, dieser Schwindel. Die Mauer, wo greifen sie sich denn? Wow! Ding! Freistoß 4 Waff. Und Halftime! Brr! Abdul Rahman, Rahim. Mein Freund Brati. Okay, fast 50 Tage gemacht, Brati. Fast. Ich bin Daniel. Marvik hat fast Tor gemacht. Zweimal Latte und kein Tor, leider. 0-0. Ich glaube, jetzt gibt es Pause für beide. Also, ich bin Johnny. Spaß. Karim, es war ein gutes Spiel, aber Zuschauer sehr aggressiv.
immer wenn aggressiv sind, ein bisschen schlagen. Und dann, sonst war gute Match. Ich gebe glaub, jetzt zu meinem Freund Josip. Ich glaube, jetzt in Kapitän. Ich bin Johnny Montana. Wir gehen zu APS bei Mue. Ich glaube, Trainer macht jetzt ein bisschen Kapitän. Jetzt ist Pause, Halbzeit. Oder was ist jetzt Halbzeit? Jetzt ist Halbzeit. Ich glaube, es wird 1-1 stehen. Für Marvek und für Waff. Torwart ist gut vom Waff. Ja. Okay. Jube! Zimnat! Okay. Und Freistoß. Voilà. Streit! Hoff. Schädige Karte! Keine Karte, Waff! Doch, für diese rote Karte haben bitte! Rote Karte, weil sie haben ja ein rotes T-Shirt. Ja, für Mauerwerk rote. Allein, jeder einzelne Spieler. Hachi. Schuss. Oh, Leroy. Moderation. 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foul für Mauerwerk. Mein Foul für Mauerwerk. Und das ist fix ein Tor, 1000%. Mauerwerk hat jetzt einen Ball, Freistoß. Nummer 6 tut den Freistoß ausführen. Nummer 6 meint 1. Okay. Oh, das ist ein Flugzeug. Was ein schöner Flugzeug. Achso, okay. Nummer 7 läuft zur Eckfahne. Und er macht die Flanke vielleicht eine. Freistoß ein bisschen. Oh, ist das ein Foul? Foul, ein Foul. Lass mich reden, Mann. Und Flanke! Und Tor, kein Tor. Abseits, abseits. Abseits, abseits. Lass mich reden, Mann. Jetzt hat der Tormann einen Abstoß. Laurent Harich, guter Torwart. Spitzenparaden gemacht. Nummer 12 hat Ball. Versucht, aber hat verkackt. Pressing. Was für Pressing Nummer 6 hat man? Ja. Ich sag den Namen, du sagst. Ja. Übervolle da. Nummer 7 hat der Ball. Ich hab gar nichts gemacht. Nur kein Ei. Nummer 10, nur am Safir. Er passt nicht ab, er will weiter dribbeln. Und Fall. Das war Fall. Was soll das, Alter? Gibt's ja nicht. Das ist ein Rot, Mann. Das ist ein Rot. Und es geht weiter. Der Goalie kommt raus. Der Goalie hat ihn. Der Goalie. Oh, und Brati hat den Ball. Bratislava. Wow. Aber Ball ist weg. Nummer 5 hat Ball. Und dann Nummer 7 hat Ball. Aber ist weg. Von Effe. Aber angeblich Foul. Aber ich komme nicht, dass es ein Foul war. Lass uns das. Der Schiri wurde bezahlt. Lass dein Abo da und dein Like, bitte. Er hat wieder den Ball. Ach, Nummer 8 hat Ball. Waff hat Ball. Vermutung, Handball. Und Nummer 8. Waff hat wieder Ball. Und er versucht. Und ja. Foul für Waff. Er versucht mit dem Freistoß. Eine Vermutung und ja, er versucht mit dem Freistoß. Waff hat Freistoß. Und hat mit der Ecke versucht, Chichi Nazi hat ihn gerettet. Ich will. Lass. Und ja, gewinnen. Waff hat einen Wurf. Mauerwerk hat Ball.
Abschluss für Mauerwerk. Ja, und er versucht. Hoppala. Hat's. Und weiter. Ball für Mauerwerk. Fallrückzieher. Und Mut irgendwas hat Ball, Nummer 9. Warf hat wieder Ball, warf versucht. Ballverlust für ihn. Und Brati Suboto hat versucht. Nummer 6 hat Ball. Hoppa, Foul. Kein klares Foul. Und er versucht, klares Foul, aber Schiri pfeift nicht. Sie versuchen. David Nazi hat verkackt wieder. Ja, weiter. Foul, aber klar ist Foul. Gar nicht. Foul, oder? Was sagen Sie dazu? Richtiges Foul. Also immer Laurent Harry folgen, den YouTube-Kanal ist sehr guter Kanal. Sehr gut. Folge Nikola 11.10. Sehr gute Qualität. Kommt ihr den Mensch zuschauen? Macht Video. Niko Mirkovic mit dem Ball. Die Roten mit dem Ball. Die Roten den Ball! Mauerwerk! Die Türken machen das so mit dem Ball. 1-0 Mauerwerk. Was schafft er? Lorenz, sehr traurig. Lorenz leider. Kann aber nichts dafür. Lorenz ist ein sehr guter Tormann. Und die Ecke. Oder wenn er mir eine Rest. Oh, wenn du bei 0 ab. Bitte abonnieren den Kanal, liken, alles Mögliche. Fokussiert es. Direkt. Wir sitzen hier. Man muss auch mich sehen. Mach Backflip jetzt, Harry. Also, 13 hat jetzt Ball. Er spielt zu Nummer 2, Nico. Gerade redet ein Zigeuner. Karim ist ein. Roma oder Sinti? Daddy? Daddy. Okay. Heide Stefanie! Salto. Und weiter. Hoppala! Die Roten den Ball. Und Lore Harry. Gute Parade. Das wird das auch schnell. Das wird nicht das gar nicht. Ich weiß nicht, aber sie wird wahrscheinlich nicht schneiden. Und ja. Die Weiße mit dem Ball. Michi oder wie heißt? Nichts ausschneiden. Chinazi mit dem Ball. Guter Zweikampf. Gut. Loren weggeschossen. Oh, Berg. Was sagen Sie dazu, Nikola? Das ist ein sehr spannendes Match. Gefällt mir sehr. Für dieses spannende Match ein Like hoch und ein Abo. Ja, genau. Jungs, lässt ein Like da und ein Abo. Und ein Laufpass wird geschickt von Nummer 7. Oh! Geiles Tor. Kopfballtor für die Mauerwerker. Stefan! Schiri wird Fahrwerk wechseln, Spieler. Chichi, Nazi, kommen Sie mal her. Chichi, kommen Sie mal her. Was sagen Sie zu dem Tor? Sehr schönes Tor. Okay. Gib kurz diese Frau von der Frau. Gib kurz diese. Mehrmann! Halte du das nicht da.
Also, können Sie uns sagen, was gerade hier passiert? Kurzes Interview. Kurzes. Ganz kurz. Wieso haben wir... Eh schon ein PC, also da neben uns. Wieso führen wir dann zur Luft? Ja, genau. Was soll jetzt hier herkommen? Was hat der Beste? Ich sage einfach nur ewiger. Ewiger? Lass mich. Nein, Mann, lass mich. Ich bin wieder zurück. Der Ball ist im Ort. Im Ort. Im Ort. Der Ball ist auf der gegnerischen Seite. Nummer 11 hat den Ball wieder zurückgekommen. Abdul Malik Cem. Woher kommen Sie? Nummer 7, sehr gut. Alle gut außer David Skreta. David Skreta spielt aus Glück. Ja, 17:45 Uhr. Ja, die Roten mit dem Ball. Eckball. Zwischenstand. Also 2-0 steht jetzt, aber wissen wir nicht, wie lange es noch dauert. Und er versucht. Oh. Das ist lasch. Mein Land. Die Türken machen das immer unmöglich, immer möglich. Wie hat sich das so angefühlt, wo sie es gemacht haben? Ja, das war sehr gut. Sie rufen, sie können ohne.